Hey, herzlich willkommen und hallo auf meinem Kanal erstmal. Ich will euch heute ein Futter vorstellen, das ich ganz gern benutze im Herbst, im Winter und im Frühjahr. Also die Zeiten, wo das Wasser relativ kühl ist. So, einmal stelle ich euch vor, wie ich mein Futter im Normalfall zusammenrichte, mit welchen Gerüchen und so. Und dann einen kleinen Zusatz, den ich im ausländischen YouTube bzw. in ausländischen Berichten gelesen habe. Die benutzen ja alle möglichen seltsamen Sachen, vom Hustensaft, den ich auch schon probiert habe, der wirklich auch funktioniert, bis zu ätherischen Ölen und alles Mögliche, was ich jetzt wirklich nicht probieren möchte. Habe ich einen Zusatz rausgesucht, der eigentlich erst für Personen ab 18 Jahren geeignet ist. Also ich zeige euch jetzt mal die jugendliche Version, die ich eigentlich normalerweise immer benutze. Das ist der Backrum. Könnt ihr aber eigentlich jede andere Zutat an Aromen auch nehmen. Rum ist einfach das, wo in der kühlen Jahreszeit hier bei mir am besten funktioniert. Und dann muss ich mal suchen, ich habe lauter Zeug in meiner Hosentasche. Vanillezucker, klar, Standard, ne? Mögen ja die Schleckermäulchen. So, und jetzt kommt der Zusatz, den ihr erst ab 18 benutzen solltet, oder die unter 18, machen mal die Augen zu. Ja, genau. Und ich meine, dabei handelt es sich um Wodka. Warum man den rein tun sollte, bin ich echt nicht drüber schlau geworden, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Gut, Alkohol, kalte Wassertemperaturen, ja, würde ich ja verstehen, wenn es jetzt ein Dip wäre auf Alkoholbasis, aber Wodka pur. Keine Ahnung, scheinbar haben die Leute den was frisch, die haben Wodka getrunken, haben gedacht, ach Fische, euch ist auch kalt, haben ein bisschen Futter rein und haben gemerkt, es funktioniert. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Ich werde es auf jeden Fall heute mal probieren, Premiere. Die Angaben, wie viel Futter man auf wie viel Liter tun soll, schwanken da anscheinend relativ stark. Woran wurde das Licht? Haben sie vielleicht ihr Futter immer davor selber schon mal getestet oder so? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal. Naja, gut, jetzt mal Spaß beiseite. Was soll er da im Winter, Frühjahr nehmen? Am besten ein abgedunkeltes Futter. Na? Laut der Theorie gehen die größeren Fische nicht aufs helle Futter, die kleineren Fische nicht aufs helle Futter, weil sie Angst haben, dass sie von größeren Fischen gesehen werden. Kann man jetzt halten davon, was man will. Ich angle eigentlich im Frühjahr immer so. Jetzt auch nicht gerade mit knallgelbem Futter, aber auch nicht mit richtig dunklem Futter, wie man es ja immer mal hört und liest. Also ich habe da mehr so bräunlich bis in hellere Töne rein, weil ich denke mal, der Fisch wird es wurscht sein. Also ich habe jetzt da noch keinen Unterschied gemerkt. Ich habe es beide schon probiert, aber noch nicht. Naja, gut. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es ein feines Futter ist. Je keller die Wassertemperaturen sind, desto feiner soll euer Futter gewählt werden. Es soll die Fische nicht sättigen. Das heißt, die fressen ja eh nicht so viel, wenn es kalt ist. Die bewegen sich nicht wirklich viel. Und sag mal, wenn ihr jetzt da viel Pellets drin habt und richtig grobes Futter und vielleicht noch 3 Hampel Mais mit reingemacht habt, dann könnt ihr eigentlich das Angeln schon aufhören. Es beißt mal eins, vielleicht 2 Fische und dann war es das schon, weil die anderen einfach satt sind. Durch den ganzen Mais und alles, was auf dem Boden verstreut ist. Deswegen, je kälter die Temperaturen, desto feineres Futter und desto weniger anfüttern. Ganz klar, im Sommer haut er meinetwegen 15 Futterkörbe raus, im Winter macht er halt nur mal 2, vielleicht 4. Aber dann sollte es aber gut sein. Wichtig, es muss richtig fein sein, euer Futter. Ich habe jetzt die Probleme noch nicht, da es noch bei mir zwar herbstlich ist, aber die Fische noch in Fresslaune sind. Oder auf jeden Fall gestern noch waren, habe ich gerade mit einem Kollegen unterhalten, der ein paar Angelplätze weiter ist. Der hat mir gerade erzählt, da geht heute gar nichts. Ich will es probieren, vielleicht ist ja Wodka die Lösung. Aber nochmal an unsere Jugendlichen, erklärt es mit euren Eltern ab oder geht gleich mit euren Eltern zum Angeln. Denn Alkohol ist echt ein Scheiß, braucht kein Mensch. Zum Füttern kann ich das mal probieren. Okay, dann würde ich sagen, fange ich mal an mit dem Futter abmischen. Also nochmal an euch Jugendlichen, lasst die Finger vom Alkohol weg. Wenn ihr das Futter nachmachen wollt, klärt es mit euren Eltern und nehmt jemanden mit, einen Erwachsenen, müsst ihr eh dabei haben, wenn ihr Jungfischer seid, der euch das mit dem Wodka erlaubt oder euch ihn sogar kauft. Also, ich hoffe, dass es jetzt rübergekommen. Ich will keinen Jugendlichen im Alkoholkonsum verführen. Und es ist wirklich nur ein Versuch. Ich habe es echt noch nicht probiert. Ich habe es echt nur im Internet gelesen, beziehungsweise bei YouTube-Videos darüber geguckt.
Ich weiß echt nicht, was es bringen soll. Ich denke eigentlich, dass es gar nichts bringt, aber ich probiere es halt mal aus. Wie gesagt, jetzt erst recht, da ich jetzt eben von einem Kollegen gehört habe, das sind schon ein paar Stunden, hat noch keinen einzigen Biss, der eigentlich relativ gut angelt. Deswegen geht's jetzt los. So Leute, da ich eigentlich weiß, dass die Fische hier noch relativ gut beißen, durch mehr Zutaten rein. Im Winter oder wenn die Temperaturen unter 15 Grad sind, werde ich diese Zutaten nichts mehr rein tun. Das heißt, gerösteten Hanf. Davon durch gut immer eineinhalb Hände rein. Nicht mehr, im Sommer durch mehr rein, aber jetzt, wie gesagt, die Temperaturen sind jetzt nichts mehr so ideal, aber sie fressen eben noch. Dann durch 3 mm Pellets rein. Ne? Quasi auch nur eine Handvoll. Und dann durch bunte Brotflocken rein. Die sollen den Fressreiz der Fische ansprechen. Ne? Also sie denken, es sind kleine Würmchen oder beziehungsweise kleine Fliegenlarven und so Zeug. Habt ihr recht, normal sollen wir das rein tun. Einen Tag davor, dass die Brotflocken sich schön aufweichen können. Wie gesagt, Endeffekt durch eine Handvoll rein. So, da ist mein Beutel aber auch schon leer. Jetzt kommt es mit dem Futter. Ich habe hier zwei Stück zur Auswahl. Das eine ist Kanal Spezial, nennt sich das. Und das andere ist ein Allround Futter, Grundfutter. Ich werde das Allround Grundfutter benutzen, wie ich euch vorhin gesagt habe. Ich nehme eins, das nicht knallhell ist, aber auch nicht knalldunkel ist. Werde auch nicht die Welt benutzen. Wie gesagt, so viel wie im Sommer braucht man nicht. Also halbes Bäckchen habe ich jetzt erstmal genommen. Ja. So, jetzt ist es ein halbes Bäckchen. Mache ich dann gleich wieder zu. Denkt dran, euer Abfall immer schön einzupacken mitzunehmen. So, jetzt schaut es erstmal so aus. Das vermische ich jetzt im trockenen Zustand. Ja, am besten macht ihr das mit der flachen Hand. Wenn ihr das diesen macht, da bilden sich, wenn es nachher feucht ist, weil schon, man sieht ja manchmal, wo die Leute so mit der Kralle dann diesen machen, da bilden sich, wenn es nachher feucht ist, immer wieder Futterbällchen. Das ist scheiße. Also macht es einfach so mit der flachen Hand, dann zermalmt ihr die quasi mit. Also gut, wenn das jetzt ein bisschen so durchgemischt ist, dann hau ich von meinem Rum-Aroma beide Fläschchen rein. Die verteile ich dann natürlich im Futter überall ein bisschen hin. Denkt dran, wie auch hier, euer Abfall schön mitzunehmen. Ich habe den Vorteil, dass mir gerade eine Futtertüte ja leer geworden ist. Und da ich nicht wie die Profis immer das mit die Zähne aufreiße, kann ich meinen Abfall hier richtig schön reintun. So, jetzt der Vanillezucker, da reicht mir meistens ein Bäckchen. Auch gleich aufräumen ins Zeug. Und auch dieses wird wieder mit der flachen Hand schön vermischt. So, jetzt kommt der Schluck Wodka, warum auch immer, mit rein. Ich weiß echt nicht wie viel, ich tue jetzt bloß mal etwas reingießen. Ich tue das jetzt erstmal im Futter überall ein bisschen zu vermengen. So, jetzt, ihr wisst Bescheid beim Wasser reintun, erst vorsichtig reingetan, schön verrieben und einwirken lassen eine gewisse Zeit. Ich mache das immer so, ich mache mein Futter an. Ja, hallo Süße. Und dann stelle ich mein Angelzeug auf und mache das erstmal. In der Zeit hat das Futter nämlich Zeit zum Arbeiten. Und bis ich fertig bin, kann ich dann auch schon anfangen zu angeln. Beziehungsweise unter der Zeit gucke ich nochmal nach, ob ich es irgendwie nachfeuchten muss. Aber im Normalfall funktioniert es eigentlich immer ganz gut so.
So Leute, ich muss sagen, es läuft hervorragend. Ob es jetzt an dem Wodka liegt, wie man es in dem Film oder beziehungsweise in den Artikeln immer liest, ich weiß es nicht. Also sicher ist, so eine steige Beißfrequenz habe ich noch nicht erlebt. Und Rotfedern in dieser Menge habe ich auch hier noch nicht so euch erlebt. Brassen okay, mal ab und zu eine Rotfeder, aber die Rotfedern liegen alle im 30er, 40er Bereich. Und das geht wie am Fließband, muss ich sagen. Also ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal probieren, den Wodka. Auch mit dem Rumaroma drin und diesen Vanillezucker. Mal schauen, was dabei rauskommt, wie es funktioniert. Aber jetzt will ich mal ganz auf ein anderes Thema eingehen. Ich treffe ja immer wieder mal den einen oder anderen Jungangler oder ich werde mal auf Facebook angeschrieben oder sowas und sag mal was, erzähl mal was. Und eigentlich mehr oder minder sind es immer die gleichen Fragen. Das heißt, entweder sind es Leute, die gerade mit Federn anfangen, Metalfeder oder Federn allgemein. Ja, und erzähl doch mal was und kannst du mal und telefonieren wir mal und das Zeug. Und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal die kleine Kurzversion. Meistens kommt die Frage, im Herbst, im Winter, wie jetzt, ich fange halt nichts, was kann ich da machen und wie kann ich es machen? Und ich habe jetzt die teure Schnur und das teure und, na, und du angelst immer mit einfachem Equipment und fängst trotzdem, wieso und in der Zeitung, was ja so standen. Ja, gut, einerseits sind es bei mir die Jahre der Erfahrung, muss ich sagen, ich weiß, wo, wann, welche Fisch wo stehen könnte. Na, ich kann mir vorstellen, wo Strängen unterspült sind oder Senken sind oder im Herbst, Winter steht der Fisch meistens in der Tiefe wie am Flachen, weil einfach die Wassertemperatur höher sind und ich informiere mich im Vorfeld immer nach der Wassertemperatur und wo die Sprungschicht ungefähr zwischen Kalt- und Warmwasser sein könnte und so weiter. Also ich schmeiße nicht einfach so meine Angel rein. Aber im Großen und Ganzen ist es ganz einfach. Hört nicht auf das Zeug, holt euch die Infos direkt aus Fachbüchern. Wie ernährt sich der Fisch, die Brasse, die Rotfeder, der Hecht? Wo steht er meistens? Wie ist der Blickrichtung, wie der Hecht, der unten steht und nach oben blickt zum Beispiel? Wie ernährt sich die Brasse? Zu welcher Jahreszeit und so? Das ist zehnmal besser wie irgendwelche Fachzeitungen von irgendwelchen Fachanglern sich da anzugucken, die immer diese Killer-Monster-Karpfen fangen und wenn es notfalls aus dem Zuchtsee ist. Also, Kurzversion, informiert euch erstmal in Fach, also nicht Angelzeitungen, sondern in Fachbüchern über die Biologie der Tiere. Da habt ihr schon einen großen Gewinn, wenn ihr wisst, wie sie sich ernähren, wann und wo sie sich ernähren und wie sie stehen, ist das schon mal was, wo ihr einarbeiten könnt in eure Taktik. Dann im Frühjahr, Winter und Herbst, wenn die Wassertemperaturen unter 15 Grad sind, angelt bitte so fein wie möglich. Das heißt, nicht nach irgendwelchen Namen von irgendwelchen Angelfuttern gehen, sondern schaut drauf, dass es ein richtig feines Rotfedernfutter ist, also Winterfutter, wo richtig fein ist, keine festen Bestandteile habt. Habt ihr noch vom Sommer so grobes Futter, dann siebt ihr es, tut die festen Bestandteile auf Seite und nehmt nur das feine Sachen. Dann wechselt eure Schnur, sag ich mal, auf eine 20er vielleicht. Aber das ist wieder abhängig von euren Gewässer, wo ihr angelt. Ich meine, wenn ich jetzt in steige Strömung angel, könnte ich damit Probleme kriegen. Angel ich jetzt in einem See, der vielleicht Verbindung mit dem Main hat oder im geschlossenen Gewässer, reicht mir so eine Schnur auf jeden Fall. Klar, Muschelbänke, Wasserpflanzen und so, das müsst ihr natürlich für euer Gewässer selber abstimmen. Dann die Farbe von der Schnur, welche einmal verachtet. Ich weiß es nicht, ehrlich. Ich habe jetzt so viel, ich wechsle ja relativ oft meine Schnüre aus. Einfach um zu probieren. Ich will ja immer was wissen, wie funktioniert, wie geht was, wie funktioniert was. Und ich gebe es ja meistens an euch weiter, eigentlich immer an euch weiter, muss ich sagen. Weil mir jetzt wurscht ist, weil Geheimnisse. Und na, bin ich jetzt nicht so der Typ dafür. Und ich habe echt festgestellt, stellenweise ist es wohl jahreszeitlich abhängig, aber auch die Stellen, die man gerade beangelt. Also daher kann man jetzt nicht sagen, wenn du an der Stelle angelst, brauchst du braune Schnur, an der brauchst du helle Schnur, an der brauchst du gelbe Schnur. Geht eigentlich nicht, weil ich weiß nicht, vielleicht liegt es an irgendwelchen Gegenständen oder wie der Boden da gefärbt ist, das wegen der Schnur. Ich kann es nicht sagen. Ich habe wohl schlechte und gute Erfahrungen gemacht, einmal mit hellen Schnur, einmal mit dunkler Schnur, einmal mit oliver Schnur, einmal mit brauner Schnur. Also daher, wichtig ist nur, dass es dünn ist im Frühjahr, also wenn das Wasser unter 15 Grad ist.
dann Futter, fein, Hacken, 14er, 12er, ja, alles von 10 bis 16 würde ich benutzen. Dann, was gibt es noch zu sagen? Ja, höchstens eine oder zwei Maden, wenn das Wasser kalt ist, mehr nicht. Ihr könnt erst mal mit einer höheren Stückzahl von Maden anfangen, die dann reduzieren und sehen, was passiert. Dann, welchen Tipp soll ich nehmen? Werde ich auch immer gefragt. Ich muss sagen, ich nehme eigentlich 90% keine Tipps. Ich probiere sie wohl auch mal wieder aus und da probiere ich mal was aus. Aber ich habe jetzt das. Sie bringen dir wohl, wenn es schwierig läuft, vielleicht doch noch einen Fisch. Aber es ist halt schwierig zu sagen, ob der jetzt auf den Dip gebissen hätte oder ohne Dip, weiß ich nicht. Also daher, was auf jeden Fall immer ganz gut ist, wenn ihr im Winter, Herbst und Sommer, also das ganze Jahr über, ein bisschen Salz in euer Futter mit reinmischt. Vielleicht mehr im Winter, im Sommer ein bisschen weniger Salz, aber Salz ist eigentlich echt der Bringer auf Brassen und Rotfäden, Rotaugen, Weißfische allgemein. Genau, wenig anfüttern. Wichtig ist, was ich einmal höre, ja, für was sind drei Spitzen dabei? Ersatz oder was? Nee, das ist also quasi, du hast ja verschiedene Unzenanzahl drauf, also das heißt, wie weit die Spitze ist. Und das heißt, im Sommer, wo die brachialen Steigenbisse kommen, eher die grobe Spitze, weil du ja auch eine stärkere Schnur drauf hast, sag ich immer, aber auch stärkere Bisse kommen. Im Winter, Herbst nimmst du die dünnste Spitze oder fast dünnste, je gewässerabhängig. Und natürlich angepasst den Futterkorb. Also das heißt, wenn du einen 50 Gramm Futterkorb auf einer ganz dünnen Spitze drauf tust, werden die dir wahrscheinlich beim Auswurfen irgendwann brechen, weil zu dem Gewicht vom Futterkorb kommt ja auch noch das Gewicht von deinem Futter. Und ich denke an, wenn die nicht bricht, wird er auf eine Schnur reißen, also angepasst. Also das heißt, 10, 15 Gramm Futterkorb, wie gesagt, das Gewicht von deinem Futter kommt ja auch noch dazu, das soll ja eigentlich ausreichen, kommt wieder auf euer Gewässer und auf eure Strömung an. Ja, mehr braucht eigentlich nicht, wenig anfüttern, entspannt und schon mit den Gedanken rausgehen. Es wird wahrscheinlich definitiv weniger beißen wie im Sommer. Dann vielleicht noch ein paar Stellen suchen, die ihr wisst, das ist tiefer. Na, das sind Senken oder irgendwas. Eben zum Beispiel Ausloten davor. Ist im Winter wirklich oder im Herbst wirklich eine gute Strategie, um irgendwelche Löcher zu finden, in denen sich dann zwangsläufig die Fische auch sammeln. Und auffallen, dass ja da temperaturmäßig Wärme ist. Angelt ihr morgens, dann sucht euch eher Richtung diese Sandbänke oder irgendwas oder was halt knapp in einem Wasser rein geht, weil da wärmt sich das Wasser einfach eher. Da wird er eine größere Chance haben auf den Fisch, wie gerade in Mitte in der See, in der Tiefen. Na, dagegen, wenn ihr Nachmittag, gehe ich abends na, unterwegs seid, sind das die Highlights wieder. Ja, wie gesagt, Übung macht den Meister, lodet euer Gewässer ein bisschen aus. Hol über den Winter euch ein bisschen Fachinformationen, eben aus diesen Fachbüchern, wo es, sag mal, zum Beispiel für die Fischwirte gibt oder sonstiges. Na, Freshverhalten, Laichzeit und so weiter. Und dann unterhaltet euch mit alten, also alten Anglern, das ist jetzt wieder doof, sagt, muss ich sagen, weil ich habe mich da auch schon mal mit alten Anglern unterhalten. Also nichts gegen die alten Angler oder so, aber die sind sehr unflexibel, sprich die werfen, die machen einen Wurm hier, werfen rein und hocken dann mal 3 Stunden dort und warten, dass da ein Fisch anbeißt. Ja. Die moderneren Angler, die fiedern meinetwegen, sag ich mal, und alle Viertelstunde rein, wischen vielleicht neue Futter selber und deswegen schaut euch, mit wem ihr euch unterhaltet, wie gesagt. Der eine sagt, ja, und ausschmeißen und dann mache ich mal 3 Flaschen Bier auf und wenn die leer sind und es hat nichts gebissen, werfe ich wieder raus. Ja, und wahrscheinlich irgendein Wurm auf dem Einser Hacken noch und probiere eine Rotfeder zu fangen, kann funktionieren. Aber ich weiß es nicht. Ja, und dann gibt es eben diese anderen Spezies noch, die, was, du willst mit Angel für 20 Euro Angel, meine hat 400 Euro gekostet. Ha, und meine Schnur 399. Das sind diese anderen Extremen, die zwar teures Equipment haben, aber meistens hört es dann auch schon auf. Also nicht alle und nicht alle allen Angler sind einfach unflexibel und nicht alle Nobelangler sind alle, naja. Ja, ich will jetzt hier wieder mal keinen beleidigen, sonst kriege ich wieder böse Nachrichten.
Ja, so waren halt bis jetzt meine Erfahrungen. Ich meine, ich sehe es ja, ich gebe auch da das Kartenangel aus und manchmal siehst du Equipment oder denkst, Alter, was willst du damit fangen? Na, entweder diese uralten Schlachtdinger oder Equipment, wo du sagst, dafür fahre ich in den Urlaub. Na? Und später, wenn du dich unterhältst, ja, ich habe damit 3 Brassen gefangen und so, und du denkst dir, wow, was jetzt Futter, ewig teures Futter, ewig teures Equipment und höchstwahrscheinlich noch ewig teure Schnur und Rottbot und schlag mich tot. Und eine Brasse? Okay. Ja, gut, dann ist es halt. Ja, genau, Thema ist noch, ja, welche Federrute soll ich dann nehmen? Die Marke. Ich gehe ins Geschäft. Ich probiere die aus, die mir optisch zusagt, die mir eigentlich gut in der Hand liegt. Wie oft habt ihr sie denn in der Hand? Die meiste Zeit liegt sie eh im Ständer. Und da gehe ich natürlich ein bisschen auf Marken, muss ich sagen. Aber es hält sich alles so, die Mittelklasse. Die Angel muss schon eine Markenangel sein. Auch die Rolle soll eine Markenrolle sein. Wie auch die Schnur. Aber es muss jetzt nicht unbedingt eine für 500 Euro sein. Sagen wir eine für 80 Euro oder so. Ist genauso gut. Na? Da müsst ihr halt ein bisschen schauen, ein bisschen unterscheiden oder euch vielleicht sogar davor irgendwo informieren. Aber wichtig ist, geht ins Fachgeschäft rein, nehmt die Sachen bei der Hand, lasst euch vom Händler was erzählen. Wenn er eine Ahnung hat, berät er euch meistens sehr gut daher. Also gut, ich höre jetzt da auf, ich räume jetzt gleich mein Equipment auf. Bedanke mich dann fürs Zuschauen. Das waren jetzt so ein bisschen die Infos. Ja, was gibt es noch zu sagen? Gar nichts, außer... Ich probiere es definitiv nochmal mit Wodka die nächsten paar Tage. Ob das wirklich der Bringer war, ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall sehr gut gebissen. Na? In diesem Sinne, euer Alex. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, Daumen hoch, würde mich freuen. Mich weiterempfehlen, wäre saugeil. Meine Filme teilen ist natürlich erlaubt. Und Abo. Ey, macht mir einen Gefallen, abonniert mich doch einfach. Na? Und genau, unten ist eine Glocke, könnt ihr auch drauf drücken, dann erfahre ich immer die neuesten Neuigkeiten von mir. Ja, und dann sehe ich ja, je mehr Abonnenten ich habe, desto mehr weiß ich, es macht euch Spaß und kostet ja nichts, ist ja kostenlos. In diesem Sinne, euer Alex, ich freue mich, dass es euch Spaß gemacht hat und ich hoffe, man sieht sich mal. Ciao, ciao, bye, bye.